Bitte sehr, ein Fleischsandwich. Mhm, mein wie immer sieht lecker aus. Und jetzt fange ich mit deinem Blaubeerkuchen an, Tilly. Oh, ich kann es kaum erwarten. Pattys Kuchen sind wahrlich eine spirituelle Erfahrung. Ich glaube, sie ist meine Lieblingsbäckerin. Deine Lieblingsbäckerin? Weißt du, da du ihren Kuchen so sehr magst, werde ich zusehen, wie sie ihn macht. Sie werden sich gut verstehen. Wayne, hast du mein Nudelholz gesehen? Da? Ich kenne dich nicht und ich mag dich nicht. Okay. Meine Tilly befindet sich im Irrtum darüber, wer den besten Kuchen backt. Okay. Deshalb fordere ich dich zu einem Backwettbewerb heraus. Dann werden wir sehen, welchen Kuchen sie mehr mag. Sie wollen mich wirklich herausfordern? Sicher? Diese ganzen Wettbewerbe konntest du nur gewinnen, weil ich nicht dabei war. Aber jetzt bin ich dabei. Also schmeiß deinen Ofen an. Schon verloren. Wie schmeckt Ihnen Ihr wie immer, Sir? Sehr gut. Dann störe ich nicht länger. Moment, Moment! Fragen Sie mich gar nicht nach meinem wie immer. Ich habe dir noch nie ein wie immer gebracht. Tatsächlich kenne ich dich nicht. Ich bin neu hier. Ich bin Wayne. Oh, na dann, Wayne. Kurz für Dwayne. Gut. Ich nehme noch ein Fleisch-Sandwich, also mein wie immer. Ein Fleisch. Da. Der Sinn hinter wie immer ist, dass du es nicht aufschreiben musst. Du erinnerst dich daran, was ich will, okay? Nein, nicht aufschreiben. Wayne. Oh, ich zeichne einfach ein Bild. Hör zu, wenn du verwirrt bist, denk einfach an Fleisch am Strand. Strand gleich Sand. Sandwich. Fleisch-Sandwich. Verstanden? Okay. Sehr gut. Ist er weg? Ich kann das nicht länger im Mund behalten. Ekelhaft. Der Boden muss schön bröselig werden, genauso wie Tilly es mag. Ach, du liebe Zeit, die ist ja eine Backmaschine. Ach, oh Tilly, du verdienst das Beste, um dein kleines Bäuchlein zu füllen. Ich hoffe, ich kann mithalten. Und das werde ich. Ja, weil ich Tillys Lieblingskuchen backen werde und sie mich braucht. Hoffe ich. Willst du nur weiter so vor dich hinbrabbeln oder auch backen? Kümmere du dich lieber um deine offensichtlich schlampige Herstellungsweise. Jemand, der wie du seine Beeren praktisch entsaftet, weiß doch gar nicht, wovon er spricht. Wohl noch nie saftigen Kuchen gegessen. Du kannst reden, so viel du willst. Wir werden ja sehen, wer die Beste ist. Werden wir. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Babys in den Ofen zu schieben. Ich verstehe dich, Tilly. Ich warte auch schon ewig auf mein zweites wie immer. Wo bleibt Wayne? Hier. Also, bitte nicht böse sein, aber ich hatte Probleme, mich an dein wie immer zu erinnern. Es war einfach aus meinem Kopf raus. Ich habe wirklich versucht, an das zu denken, was du gesagt hast über Fleisch und Strand und Sand. Fleisch-Sandwich, Wayne! Ich konnte mich nicht erinnern, deshalb kriegst du das! Wayne! Junge, hab Geduld mit ihm. Das ist das Gesicht eines Mannes, der nur sein Bestes gibt. Tut mir leid. Ich fürchte, mein Gehirn kann nicht mehr als eine Melodie speichern. Oh, eine Melodie wie ein Lied? Das ist perfekt. Vielleicht hilft ja dieses Liedchen, dich an mein wie immer zu erinnern. Sandwich, Sandwich, Pute und Pastrami, Roastbeef und Salami, ein Geschmacks-Tsunami. Nur jemand, der verrückt ist, weiß nicht, was mein wie immer ist. Sandwich, Sandwich, Pute und Pastrami, Roastbeef und Salami. Tsunami. Nur jemand, der verrückt ist, weiß nicht, was mein wie immer ist. Ja. Yeah. Moment, wo ist Wayne? Sandwich, Sandwich. Nur jemand, der verrückt ist, weiß nicht, was dein wie immer ist. Es hat geholfen, mich zu erinnern. Cricket Green hat ein wie immer. Ja. Yeah.